Für die Menschen im Dorf Naschow ist er ein Held. Anastase Tabaro hat ihnen Strom gebracht, dafür feiern sie ihn. Vor 3 Monaten hat der Ruanda ihnen ein kleines Wasserkraftwerk gebaut. Jetzt ist Anastase zum ersten Mal zurückgekehrt, um zu kontrollieren, ob noch alles so funktioniert, wie der 60-Jährige es mit den Männern aus dem Dorf aufgebaut hat. Hier an der Quelle hat alles angefangen. Meine Frau hat anfangs wirklich gedacht, ich sei verrückt. Alle Nachbarn haben gesagt, lass dich von ihm scheiden, dein Mann ist doch durchgedreht. Aber dann hat sie gesehen, dass ich mit der Wasserkraft Geld verdienen kann. Und dann kamen auch die Nachbarn zu uns und wollten plötzlich Strom von mir. Das Erstaunliche an der Geschichte, wie der Generator gebaut und das Wasser genutzt werden kann, das alles hat sich der Tüftler in jahrelanger Arbeit selbst beigebracht. Im Dorf gab es keinen Strom und er wollte Licht im Haus für seine 9 Kinder. Wir waren arm, wir wollten Geld verdienen und natürlich endlich auch Strom für unser Dorf, weil wir ja gar nichts hatten. Wir haben Dieselgeneratoren und Petroleum genutzt. Da habe ich mir gedacht, warum nicht die Kraft des Wassers nutzen? Das könnte uns das Leben erleichtern. Haushalte haben in Naschow nun Strom. Die Familien bezahlen Anastase dafür. Eine abgelegene Region, wo die Menschen bislang nicht ans Stromnetz angeschlossen waren und von dem leben, was sie auf den Feldern anbauen und aus dem Wald holen. Kleine Initiativen wie diese brauchen Unterstützung. Deshalb hilft die ruandische Umweltbehörde. Yves Tuyishime ist gekommen. Er berät Anastase Tabaro beim Bau von Wasserkraftwerken in Dörfern. Stärker als bislang will der ruandische Staat erneuerbare Energien fördern. Sie helfen, die Umwelt zu schützen. Wenn man erneuerbare Energien wie Wasserkraft nutzt, verringern wir die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Öl. Deshalb unterstützen wir diese Art von Projekten. Wir sind heute gekommen, um zu sehen, ob Anastases Idee sich für den internationalen Emissionshandel eignen würde. So könnte es sich am Ende selbst finanzieren. Früher gab es hier kein einziges Geschäft. Jetzt bleiben die Jungen wie Eric Munjanesa im Dorf, um sich ein Leben aufzubauen. Der 20-Jährige hat seinen eigenen Friseursalon. Früher habe ich Dieselgeneratoren benutzt. Das war laut, teuer und hat gestunken. Jetzt mit der Wasserkraft ist es besser. Ich habe sogar Leute eingestellt, damit ich allen die Haare schneiden kann. Manchmal stehen die Kunden sogar Schlange. Viele Bäume im Land der 1000 Hügel, wie Ruanda genannt wird, sind längst abgeholzt. Auch deshalb ist Yves Tuyishime im Land unterwegs. Er will Alternativen finden, um Abholzung zu verhindern und das Leben der Menschen zu verbessern. Im Dorf Mandela vor den Toren der Hauptstadt Kigali ist das schon nach kurzer Zeit gelungen. Hier wohnen Frauen, die der Völkermord vor knapp 20 Jahren im Land zu Witwen und viele Kinder zu Waisen gemacht hat. Yves Tuyishime hat den Wonderback ins Dorf gebracht. Die Frauen kochen ihr Essen morgens, stellen den Topf in den Wonderback. Das isolierende Material speichert die Hitze, das Essen wird dann weitergekocht. Wenn Mukamana Sura mittags vom Feld kommt, ist das Essen fertig. Das ist nicht nur praktisch, es spart vor allem sehr viel Arbeit und Energie. Es war sehr schwer, überhaupt Feuerholz zu finden. Mit dem Wonderbag sparen wir eine Menge Energie. Jetzt brauche ich nur noch einmal wöchentlich so viel Holz, wie ich sonst täglich verbraucht habe zum Kochen. Das heißt, ich kann den Kindern jetzt jeden Tag etwas Warmes kochen. 25 US-Dollar kostet so ein Wonderbag im Schnitt. Der Regierungsvertreter weiß, dass diese Frauen sich das nicht leisten können. Im Auftrag seiner Behörde arbeitet der 26-Jährige daran, dass das Dorf so viel Energie spart, dass es am Ende Geld einnehmen könnte durch den weltweiten Emissionshandel.
Der internationale Emissionshandel könnte den Preis des Wonderbags drücken. Denn klar, sie sind zu teuer für die Leute hier im Dorf. Aber durch den weltweiten Kohlenstoffhandel wird die Energie, die gespart wird, in Geld ausbezahlt. Und das Geld kann wieder genutzt werden, damit die Menschen hier sich ein Wonderbag leisten können. Zurück zu Anastase Tabaro im Dorf Nascho. Er will heute noch zurück in seine Heimat, 300 Kilometer entfernt. Anastase Tabaro hat einen Traum für Ruanda. Ich bin schon so alt. Ich möchte der nachfolgenden Generation beibringen, wie man diese kleinen Wasserkraftwerke baut. Denn ich möchte, dass sie mein Werk weiterführen und in ganz Ruanda die Kraft des Wassers nutzen. Bevor Anastase Tabaro wieder zurückfährt, noch ein letzter Blick auf seine Anlage und ein letztes Foto. So kann er auch in anderen Dörfern zeigen, wie so ein Wasserkraftwerk funktioniert.